Präsident Emmanuel Macron hat die Entlassung seines Sicherheitschefs Alexandre Benalla angekündigt. Der französische Staatschef zieht damit die Konsequenz aus dem jüngsten Skandal um den umstrittenen Mitarbeiter. Auslöser war ein in den sozialen Netzwerken aufgetauchtes Video, auf dem zu sehen ist, wie er auf der 1. Mai-Demo in Paris einen Demonstranten verprügelt. Benalla hatte einem Bericht der Zeitung Le Monde zufolge die Erlaubnis seines Arbeitgebers, an der Demonstration als Beobachter in den Reihen der Polizei teilzunehmen. Warum er dabei Helm und Armbinde der Polizei trug und warum er auf den am Boden liegenden Mann einschlug, ist nicht zu erklären. Der Élysée-Palast hatte bereits am Donnerstag bestätigt, dass Benalla deswegen bestraft und 14 Tage vom Dienst suspendiert worden war, als letzte Warnung vor der Entlassung. Der Fall wurde jedoch nicht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, weswegen Macron und seine Regierung nun im Kreuzfeuer der Kritik stehen. Oppositionspolitiker und Gewerkschaftsvertreter forderten schärfere Konsequenzen und nähere Informationen über den offensichtlich engen Vertrauten an der Seite des Präsidenten, der zuletzt beim Triumphzug der französischen Nationalelf im Bus durch Paris anwesend war.